Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Super, dass ihr eingeschaltet habt zu der Videoreihe vom Audi A4. Ich weiß jetzt nicht, welches Video ihr da vorgesehen habt, weil das müssen wir gucken, wenn wir am Schneiden sind, welches Video wir zuerst hochladen und so weiter. Heute geht es darum, dass wir den Audi A4 B7, Baujahr 2005, die Vorderachse tiefer legen. Wir bauen einmal von H&R Tieferlegungsfedern ein. Wir wechseln auch nur die Federn, beziehungsweise wir wechseln Stoßdämpfer und Längslenker auch. Aber tieferlegen machen wir keine Sportstoßdämpfer rein oder Tieferlegungsstoßdämpfer rein, sondern wir lassen die original. Wechseln die aber trotzdem, weil die auf der anderen Seite oder die auf der Seite ausgelaufen sind. Sehen wir aber dann. Und ja, 35 mm geht's tiefer und los geht's. So, als allererstes solltet ihr die Antriebswellenschraube abschrauben, weil die meistens immer sehr fest sitzt, logischerweise. Wenn das mit dem Schlagschrauber nicht geht, müssen wir es mit dem Verlängerungsrohr machen. Und das auch am besten noch machen, wenn die Bremsen noch drauf sind, weil dann kann man auf die Bremse treten und mit dem Verlängerungsrohr die Schraube abmachen. Wir probieren mal. Aber ne, wie immer, die sitzt bombenfest. Das bedeutet, mit dem Verlängerungsrohr erstmal die Schraube hier lösen. Um die Schraube abzuschrauben, nehmen wir einen 17er Imbus. Als nächstes, ich meine, dass ich die Bremsanlage nicht abschrauben muss, deswegen lassen wir das auch erstmal, schrauben wir hier einmal den Spurstangenkopf ab. Einmal hier oben die 13er. Wichtig bei dieser 13er hier, die 13er Schraube ist dafür da, um die Einstellung von diesem Spurstangenkopf einzustellen, weil es ist möglich, diesen Kopf, ich zeige euch das mal eben. Wichtig ist es halt, dass ihr euch hier diese Markierung merkt, wie weit das reingeschraubt ist. Schrauben das Ganze einmal ab. So, jetzt löse ich den hier mal mit einer 16er Nuss. So, und jetzt schaut mal. Es ist möglich, den auch so festzuschrauben, dass er in dieser Position ist. Diese Einstellung ist wichtig für den Nachlauf, also bei der Achsvermessung ist das wichtig. Deswegen merkt euch diese Markierung, aber ihr werdet immer, also stellt den wieder auf den alten Abdruck wieder, oder Abdruck, ja, stellt den wieder auf den, ihr seht hier einen Abdruck, wo halt frisch ist und wo noch Dreck dran ist, da könnt ihr dann wieder die richtige Einstellung einstellen, wenn ihr keine Probleme hattet mit dem Reifenfressen, mit der Achsvermessung. Sollte aber bei der Achsvermessung eingestellt werden. So, aber für uns heißt es hier einfach erstmal merken, wo die alte Stellung war von dem Spurstangenkopf. So, nicht aufs Gewinde schlagen, deswegen die Mutter hier drauf. Und wie ihr sehen könnt, hier ist halt ein Höhenspiel. Da hat man die Möglichkeiten, den nach oben, nach unten zu bewegen. Das Ganze haben wir ab. So, jetzt kommen wir zu einer sehr schwierigen Schraube. Die kann manchmal sehr schwierig sein. Das ist hier diese Schraube, die geht einmal hier komplett durch und hält hier die beiden Lenker. Wenn wir Glück haben, ist die gängig.
beziehungsweise lässt sich gut rausschrauben. Wenn wir Pech haben, haben wir ein richtiges beschissenes Problem, diese Schraube rauszubekommen, weil die echt oft zusitzt. So, aber probieren wir mal. So, wir nehmen einen 16er und nochmal einen 16er und probieren das Ganze hier einmal abzuschrauben. Ich meine, dass die Schraube mir sogar kurz davor ist abzureißen, deswegen probiere ich das Ganze hier warm zu machen, wirklich bei Aluminium nicht zu heiß das Ganze machen, auch allgemein nie zu heiß machen, wirklich nur ein bisschen warm machen. Die Lenker werden wir sowieso neu wechseln, deswegen ist es nicht schlimm, wenn wir das hier warm machen, weil falls die Lenker einen abkriegen, die Manschetten oder die Buchsen, die werden eh neu gemacht. Ja, die Schraube haben wir heile rausbekommen, aber ich werde dann eine neue reinmachen müssen, weil die hat sich hier verbogen. Wichtig ist halt die ganze Zeit komplett durchdrehen, bis sie bei euch wirklich frei ist, weil nicht das Problem ist, dass die Mutter hier fest ist, sondern die Schraube im Alu oxidiert und dann kriegt man die halt nicht mehr raus. So, als nächstes können wir jetzt die Lenker rausholen. Auch noch so ein Problem. Das Ganze können wir hier ein bisschen spreizen. Wirklich nicht zu viel da drauf hauen, damit das bei euch hier nicht bricht. So, und nach vielen Hammerschlägen haben wir den ersten endlich rausgeschlagen. So, wichtig ist es jetzt,
wenn ihr die beiden Lenker abhabt, dass ihr das nicht sofort loslasst, weil die Antriebswelle ja noch dran ist und die könnte bei euch getriebeseitig hier rausspringen. Das bedeutet hier festhalten. Festhalten und von hier die Antriebswelle so, das Ganze einmal rausdrücken. Und wichtig, dass hier die Kabel nicht auf Spannung sind, gleich von den Halterungen raus. So, und der Bremsschlauch nicht auf Spannung ist. So, jetzt ist hier alles lose. Als nächstes haben wir hier einmal den Stoßdämpfer, der hier runtergeht. Also hier. Das ist einmal die Schraube davon, das ist der Lenker, wo das dran geschraubt ist. Und die Schraube schrauben wir jetzt ab. Keine Sorge, der Stoßdämpfer wird uns nicht runterfallen, weil er oben noch festgeschraubt ist. Dann nehmen wir einmal eine 18er Nuss und ein 18er Ringmaul. So, und schrauben die eine Schraube einmal ab. Wichtig ist auch noch, wenn ihr jetzt oben die drei, wenn wir oben jetzt die drei Schrauben abschrauben von diesem Teller, von dem Domlager, hier ist einmal so ein Sicherheitsklammer. Am besten ist eigentlich, wenn man die davor abmacht, oder halt, ja, wenn wir den Domteller abgeschraubt haben, dann können wir das Ganze hier einmal auch mit einem Schraubenzieher runterhebeln und dann geht das auch ab. Weil so habe ich auch immer Schwierigkeiten, den Schraubenzieher hier rauszupokeln. Aber ich lasse ihn jetzt dran und wir schrauben einmal oben die drei Schrauben ab. Nur wichtig, verliert den nicht, damit ihr das nachher wieder reinmachen könnt. Nicht, dass es bei euch irgendwo auf dem Boden dann nachher rumfliegt und ihr es nicht wiederfindet. So ein Teil ist da drin. Wenn es halt jetzt nachher wieder nicht reinkommt, ist jetzt, denke ich mal, auch nicht schlimm. Das ist halt einfach nur dafür da, wenn die drei Schrauben abgeschraubt sind, dass es euch nicht komplett runterplumpst. Als nächstes müssen wir jetzt an die Schrauben dran von dem Domteller. Nehmen das hier einmal raus. Und dann kommen wir hier perfekt, ja, fast perfekt an die Schrauben dran. Als erstes schrauben wir hier einmal diese zwei 10er Muttern ab von dem Magnetventil, damit wir hier an die Schraube dran kommen. Man könnte sich da jetzt durchquälen. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Dann schrauben wir das einmal ab. Ist auch besser fürs Video, weil ich dann da dran komme. Beziehungsweise besser filmen kann. So. Das Ganze hier zur Seite. So, und dann könnt ihr sehen, dass hier die eine Schraube ist. Dann kommt man hier perfekt dran. Jetzt schrauben wir hier die drei. Ach, hier diese eine Kappe müssen wir auch abmachen. Hier ist noch eine Kappe, die müssen wir abnehmen. Und da unten befindet sich die dritte Schraube oder die erste Schraube, wie man will. Die drei Schrauben müssen wir abschrauben. Und hier. Dann nehmen wir eine 16er Nuss und schrauben das Ganze einmal ab. So, wichtig ist, da sind noch solche Scheiben, die sehr gerne wegrutschen. Die hier. Nehmt die gleich mit raus, weil sobald ihr den Domteller abhabt, gehen diese, die stehen so ein bisschen ab, dann gehen die weg und dann rutschen diese Dinger immer meistens nach unten. Nehmt sie gleich mit ab. Wenn wir das abgeschraubt haben, ist es hier halt schon lose, nur wegen diesem Sicherheitsring, sage ich mal, geht er noch nicht ab. Aber das können wir gleich mit einem Schraubenzieher oder Montiereisen das Ganze raushebeln und dann kommt er schon raus. So, langsam kommt er. Und wenn wir das endlich weggeschlagen haben, das Ding, können wir auch Federbein endlich rausholen. Ja, so sieht das ganze Teil dann einmal komplett aus, wenn es ausgebaut ist. Stoßdämpfer machen wir neu, Lenker machen wir neu. Wichtig ist es bei den Lenkern, die Markierung sich zu merken, circa, also kann man sich auch genau merken, wie die Stellung hier war, von den Lenkern.
Und ja, Feder brauchen wir ja alles nicht, aber diesen Domteller, den schrauben wir jetzt ab und spannen die Feder ein, um das Ganze natürlich einmal abzuschrauben. Als erstes schraube ich hier die Lenker ab. Messe meistens das hier ab, wie dieser Abstand von hier nach hierhin ist. So, warum mache ich das Ganze? Weil wir kommen nachher sehr schlecht an diese Schrauben dran, um die festzuziehen. Das bedeutet, wenn wir es, es ist genau das gleiche wie mit den Stoßdämpfern oder anderen Sachen. Das Problem ist, wir machen die jetzt in irgendeiner anderen Stellung fest und lassen das Auto runter, dann bleibt die ganze Zeit diese Buchse hier auf Spannung. Und wir probieren damit wieder auf die gleiche Stellung einzustellen. Es wird zwar etwas tiefer, das können wir dann etwas weiter hoch machen, beziehungsweise weiter hoch machen, weil desto tiefer geht der Federweg, geht der Reifen weiter rein. Wir könnten das etwas höher machen, aber ich messe einmal ab. Ich stelle es auf die gleiche Höhe ein, das wird schon passen. So, ich habe hier 2,5. Und hier habe ich auch 2,5. Und wo machen wir? Merke ich mir mal die 3,5, die oberste Markierung, und 3. Okay, 3 und 3,5. Und dann können wir das Ganze hier einmal abschrauben. Ja, und wie gesagt, warum merke ich mir diese Stellung? Weil wenn man das zum Beispiel so oder so macht, ist halt immer, wir kommen an diese Schrauben nicht dran, wenn er dann auf seinem eigenen Gewicht steht, besonders wenn er tiefer gelegt ist. Deswegen probiere ich das schon vorher voreinzustellen. Und wenn wir das Ganze einbauen und der Reifen runterkommt, dann steht das wieder perfekt in der Höhe. So. Und merkt euch, welcher Lenker wo war. Nicht, dass ihr die Lenker noch vertauscht. Das ist auch wichtig. Also der gekrümmte war hier auf der Seite. So, und der andere auf der anderen Seite. Jetzt können wir einmal zum Federspanner gehen und die Feder einspannen und den Domteller uns holen. Wenn wir das Ganze dann hier auf dem Federspanner haben, spannen wir das Ganze einmal. So, da brauchen wir einmal die 18er Nuss. Brauchen wir einmal die spezielle Ratsche. Ich nehme euch einmal von hier mit. Also wie ihr sehen könnt, ist hier einmal im Stoßdämpfer ein Imbus und außen eine Mutter. Um das Domlager hier abzuschrauben, brauchen wir einmal einen, also wir brauchen da sowieso so ein Spezialwerkzeug, beziehungsweise so eine spezielle Ratsche. Der Imbus ist hier ganz normal. 6er Imbus, kommt hier rein. Und da brauchen wir so eine spezielle Nuss mit einem Loch. So, einmal hier drauf, 18er Nuss. Dann kommt einmal spezielle Ratsche. Das ist eine spezielle Ratsche, wo wir hier durch können. So. So. Und dann können wir das Ganze hier auch abschrauben. So. Rausnehmen, gucken, ob das alles gut ist. Und hier kommt vielleicht noch mehr. Dann haben wir das Ganze auch. Anschlagpuffer müssen wir jetzt nicht neu machen, sieht super aus. Dann spannen wir hier das Ganze einmal. Thank you.
Vom Stoßdämpfer brauchen wir einmal das Gummi hier unten. Das kommt dann einmal auf den neuen Stoßdämpfer. Das einmal zum Stoßdämpfer, die neue Feder einspannen. Sieht die Feder nicht geil aus. Nehmen wir einmal den Stoßdämpfer, wichtig auf die alten Markierungen. Zack. Und dann können wir das Ganze hier wieder zusammenschrauben. Paar. So. Und die Schraube hier bekommt 50 Newtonmeter, ist aber etwas schwierig mit 50 Newtonmeter anzuziehen, weil das hier ist ja kein Drehmomentschlüssel und ich habe keinen Drehmomentschlüssel mit Loch. So. Das Ganze einmal fest und wir können das Ganze wieder zusammenbauen. Als nächstes schrauben wir dann hier einmal die neuen Lenker wieder dran. Da habe ich ja davor schon vieles zu erzählt, warum, wie, wo, was. Wichtig ist es hier jetzt nur noch die Newtonmeter einzuhalten. Achso, und warum wechsle ich die hier einmal? Ich hoffe, das fokussiert. Ne? Aber wechselt ihr auf jeden Fall mit, weil ihr habt ja gesehen, wie schwierig das war, die rauszuholen. So, und einmal hier hinter angesetzt. So. Ziehe ich hier leicht vor. So, und diese Schrauben, die Mutter und die Schraube bekommen 50 Newtonmeter und 90 Grad. Ich finde aber 50 Newtonmeter reicht hier vollkommen aus, weil 50 Newtonmeter und 90 Grad ist jetzt bei der neuen Schraube. So, kann ich das hier einmal abmessen. Das gleiche auf der anderen Seite und dann können wir das Ganze wieder einbauen. Wieder der schwierige Teil, wo wir das Ganze wieder reinsetzen müssen. Also einmal die Klammer. Klopfen wir einmal diesen Springring da wieder drauf und dann sitzt das Ganze wieder wunderbar und können vernünftig oben die Schrauben jetzt reinschrauben. Man kann auch natürlich mit zwei Personen, einer drückt das von hier oben hoch und der andere schraubt die Schrauben von oben, aber so geht das auch. Und die drei Schrauben hier oben bekommen 75 Newtonmeter.
machen wir den Stopfen wieder drauf. Machen das Magnetventil wieder drauf mit den 2/10er Schrauben. Das muss ich euch aber nicht zeigen, und machen die Abdeckung wieder drauf, und dann ist hier oben alles erledigt. Die Stellen, da wo die Lenker wieder reinkommen, die Stellen mache ich einmal sauber. Damit dieses ganze Oxidierte, was da ist, rauskommt und man die vernünftig ansetzen kann. Hier müssen wir jetzt gleichzeitig den Akschenkel zurückdrücken und die Antriebswelle gleichzeitig mit reinmachen. So, dann setze ich hier einmal den Spurstangenkopf schon mal an, damit das hier hält. Dann sprühen wir das Ganze hier einmal ein bisschen ein. Das gleiche hier mit dem Lenker. So. Und dann können wir das Ganze einmal festschrauben. Und wichtig ist, die Schraube mit Mutter hier, die bekommt 40 Newtonmeter. Schraube unten am Stoßdämpfer ist wichtig. Die Schraube bekommt 90 Newtonmeter, dass ihr da Bescheid wisst. Und es ist wichtig, diese Schraube auch festzuziehen, wenn das Auto auf dem eigenen Gewicht steht. Mit dem 13er hier oben können wir einmal den Spurstangenkopf nach oben ziehen, wie viel wir brauchen. Das ist die alte Markierung. Und können die Schraube mit 45 Newtonmeter festziehen. Und die Schraube für die Antriebswelle bekommt 200 Newtonmeter. Ich ziehe das einmal mit dem Schlagschrauber und danach noch mit dem Drehmomentschlüssel fest. Ja, und haben somit alles erledigt. Was ich euch noch zeigen wollte und vergessen habe, um zu zeigen, ja, so ein bisschen. Hier einmal so kann man erkennen, ob ein Stoßdämpfer defekt ist. Und zwar läuft hier das ganze Öl aus, denn es ist immer so verölt. Ja, dann sieht das Ganze hier einmal so aus. Besonders da, wo die Dichtung ist. Normalerweise läuft das noch viel mehr aus. An der Hinterachse hat man das auf jeden Fall gesehen. Ja, der ist schon auch ganz schön schwach. Ja, so ist das halt. Das sind noch die originalen Dinger. Ja Leute, so ungefähr kann das dann aussehen, wenn das Ganze fertig ist. Wir haben hier dann einmal die 19 Zoll Alufelgen drauf gemacht von MAM, von MAM Leichtmetallfelgen. Die schwarz lackiert, normalerweise sind die so verchromt und wie auch immer. Ja, so ungefähr kann man das Ganze machen, tiefer legen. Wichtig ist, Achsvermessung machen, Licht einstellen vorne unbedingt. Und ja, das Ganze natürlich auch noch eintragen lassen, dass ihr da keine Probleme habt mit der Versicherung oder sonst viel. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und